Es ist das größte Trierer Altstadtbauprojekt der letzten 15 Jahre. Mehr als 70 Millionen Euro kostet die Realisierung des Shoppingcenters Triergalerie. Dort, wo früher der Paulinus Verlag und das alte City Parkhaus standen, sehen nun die beiden Komplexe des Einkaufstempels ihrer Fertigstellung entgegen. Nur 17 Monate nach der Grundsteinlegung läuft derzeit der Innenausbau auf Hochtouren. Auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 15.000 Quadratmetern entstehen etwa 75 Läden. Die größten Flächen von jeweils knapp 1.700 Quadratmetern haben Bekleidungsgeschäfte wie Zara gemietet und wurden bereits an die künftigen Nutzer übergeben. Die beiden jüngsten Mieterneuzugänge sind die Trierer Parfümerie Pierre, die in der Triergalerie ihre 10. und mit 500 Quadratmetern größte Filiale eröffnet, sowie ein 800 Quadratmeter großer Rewe-Lebensmittelmarkt. Bevor die Ladentüren öffnen, stehen noch einige spektakuläre Aktionen auf dem Programm. So werden in den kommenden Tagen die insgesamt 9 Rolltreppen in der Fußgängerzone angeliefert. Es sollen die letzten Lieferungen sein, die mit Sperrungen einhergehen. Laut Projektentwickler Trigon Invest aus Berlin, der die Triergalerie im Auftrag der Frankfurter Großbank Credit Suisse errichtet, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Und wir befinden uns vom Baufortschritt her so in der Verfassung, dass wir sagen können, am 4.9. werden wir hier in Trier die Eröffnung der Triergalerie feiern. Alle Handwerker, die wir hier haben, es sind ca. 300 derzeit, sind in sämtlichen Gewerken tätig, ausgenommen natürlich der Rohbau, der ist fertiggestellt rundherum. Es sind die Ausbaugewerke da und wir haben unterdessen auch die ersten Mieter hier vor Ort, die ihre Geschäfte übernommen haben und diese auch bereits ausbauen. Und zumindest die Trierer Verkehrsteilnehmer werden am 4. September aufatmen. Mit dem Tag der Eröffnung der Triergalerie wird auch die zwischen den Triergalerie-Komplexen verlaufende Metzelstraße wieder freigegeben. Sie ist seit Sommer 2006 gesperrt und in den Baustellenbereich einbezogen. Die Umleitung, insbesondere der Stadtbusse, führte zu einer erheblichen Mehrbelastung der parallel verlaufenden Zuckerbergstraße.